Willkommen zu einer neuen Episode von Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. In Part 4, 24 werden wir heute hoffentlich, ja, wenn jetzt nichts schief läuft, das Ende des Klirberg-Gipfel erreichen. Ich hab's damals wirklich nie verstanden, ja? Und hier haben wir auch das letzte Treppchen. Gut, wir gehen mal rein und gucken, was auf uns trifft. Mal sehen, was passiert. Wir haben es doch noch geschafft. Dies ist der Gipfel. Habe ich recht? Wo könnte wohl Luna sein? Da sind sie! Ich habe Jack entdeckt. Nein, wer ist das? Gut, ich sehe sie. Team Simsala! Nein. Und Absol wie ein dritter Rad am Zweirad. Ganz nach hinten. Simsala! Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt hier so weit draußen. Nur die Ruhe, Despota. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Albert, nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Jack, dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist es nun mal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Macht bekämpfen. Es beginnt. No fight! Und boom! Jack gegen Simsala, ist das ein fetter Fight. Und gibt's Krieg! Unterlass das auf der Stelle. Was? Voluna? Was? What the fuck? Das ist Voluna. Die Legende, die ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Voluna. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für Legenden gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Guardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Guardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du sprichst? Jack, sei ohne Furcht, du bist dieser Mensch. What the fuck? Was? Was hast du gerade gesagt? Jack ist nicht der Mensch aus der Legende, das sagte ich. Was? Wie kann das sein? Was ist denn los mit mir? Ich bin so eingespannt, ich kann mich nicht bewegen. Ich atme ein, aus. Puh. Yo, wow, unglaublich. Boah, ich könnte heulen bei diesen Freudentränen. Ich könnte einfach mitheulen. Das ist großartig. Ich wusste, Jack ist nicht der Mensch. Genau wie ich es mir dachte. Oh, Shiki. Ich glaube, Shiki ist für die Rolle einfach am süßesten. Genau wie ich es mir dachte. Jack würde niemals so etwas tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey, ihr da! Ihr habt euch gehört! Ihr habt an Jack gezweifelt und eine Hetzjagd veranstaltet. Wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieser Gegner. Gengar hat uns aufgeheizt. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang verdächtig. Ach, dieser Hässlicher. Jack sieht gar nicht aus wie ein heimtückischer, fetter Arsch. Haha, es wäre zu schön, wenn ich es glauben könnte. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Jack. Ist das nicht großartig? Ich war überzeugt davon, dass ich recht behalten würde. Boah, wenn ich jetzt schon hier heule, ne? Wie sieht's denn im Finale aus? Mein Gott, freut euch schon mal drauf. Wie? Aber einen Moment, warum wurde Jack zu einem Pokémon? Wenn Jack nicht der Mensch ist, der in diesen Legenden erwähnt wird, warum wurde Jack dann zu einem Pokémon? Jack, wer bist du? Der wahre Mond bewegt sich! Erdbeben! Die Erdoberfläche bricht auf, die Naturkatastrophen verschlimmern sich und die Erschütterung des Erdbodens werden ein Geschöpf in der Tiefe dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Grudel wird erwachen. Das heißt, unser nächster Gegner wird Grudon sein. Erwachen! Was? Grudon erwacht? Die Grudon! Was ist das? Was ist ein Grudon?
Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, er sei nach Katastrophenkämpfen mit seinen Erzfeinden Kyogre in tiefe Schlaf gefallen. Kyogre ist das Wasser-Pokémon, Groudon das Magma-Pokémon, ne? Sollte Groudon Kräfte entfesselt werden, wird Chaos in die Welt eingefallen. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Genau wie wir. Nein, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch auch nur umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Groudon. Und so machte sich Simsalas Team auf, in den Tiefen der Erde nach dem erwachten Groudon zu suchen. Das heißt, auch unsere Frage, wer wir eigentlich sind, wird noch nicht beantwortet. Das muss noch warten. Unterdessen beendete das Team von Jack nun befreit von den Wüstenverdächtigungen seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteambasis zurück. Also haben wir den Part, den ich so für, wie soll ich sagen, etwas nervig hielt, auch abgeschlossen damit. Und jetzt kommt auch der witzigste Part des Spiels. Der Rest des Spiels ist wirklich lustig. Währenddessen zurück auf den Pokémon-Platz. Okay. Hey, Ida! Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Jack zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist viel zu viel für uns. Es heißt, das Team von Jack sei schon sehr weit weg. Wir könnten es jetzt höchstens bis zur Lapis-Hüle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt, aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin von Typ Pflanze, wisst ihr? Feuer und ich, das geht gar nicht. Hätten wir auch zum Beispiel so Pokémon wie Bisasam und so genommen wie Werner Marsch. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Jack wurde. Aber diese Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden, da kann man nicht mithalten. Okay, wer seid ihr denn für Weicher jetzt? Du bist ein richtiges Großmann, was ist dein Team, Gengar? Ihr hängt hier nur auf dem Pokémon-Platz herum und lehnt euch zurück. Macht euch auch mal mit, los mit euch. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Jack zu erfahren und das weiterzugeben. Du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte, ach je. Was mit Italis? Was ist los? Jack ist... Endlich sind wir Jack los. Nein, im Gegenteil. Jack ist zurück. Was sagst du da? Hier sind wir, Motherfucker. Und Absol ist auch... Komischerweise, was hat der jetzt hier verloren? Hey, da drüben. Jack, sie sind zurück. Hallo, Leute, wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Es tut gut, wieder zurück zu sein, Jack. Hey, Albert. Ach, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht... Ach, Gengar, du hast ganz schön viel Dreck über uns ausgekippt, nicht wahr? Jack hatte mit all dem nichts zu tun. Jack ist unschuldig. Wie? Was? Ist das wahr? Darauf könnt ihr wetten. Wir haben Voluna getroffen, alles herausgefunden. Jack ist nicht der Mensch aus der Legende. Als wir das herausgefunden hatten, sind wir zurückgekehrt. Und auf einmal glauben die uns, ja? Nur wenn wir das erzählen, glauben die... Warum glauben die uns das? Moment, man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du was beweisen. Beweisen? Okay, jetzt kommt der Beweis. Ganz genau, knallhart Beweise. Fakten. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald... Wir haben keine Beweise. Dass du nicht beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd, dass er leicht hat. Was ist denn mit Absol? Absol, bitte sag doch was. Absol ist für das ganze Spiel eigentlich unnötig. So, meine Pokémon, das ist eure Chance. Los, Jack loszuwerden. So, keiner greift an. Also, glauben sie uns doch. Was habt ihr denn, wollt ihr nicht loswerden? Ich habe immer an Jack geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Oh. Ich bin draußen. Das Team von Jack hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur weil du so drauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jack wirklich so böse sein soll. Okay. Ich habe auch genug gehört. Ich glaube Jack. Ja, genau. Wir brauchten Beweis. Leute. Extra Neuigkeiten. Alles klar, Belipa ist auch auf unserer Seite. Wo sind eigentlich seine Füße? Hat er überhaupt welche? Hängen die da hinten an seinem Schwanz? Ich glaube schon. Klar, 4 Blätter für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Leute. 9. Was ist das?
Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese es mal vor, aber also hier, seht hin. Pokémon Zeitung, Extrablatt. Jack unschuldig. Jack traf wohl nur unter dem wachsamen Auge von Simsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptungen hinterhältig und böse Verleugnungen waren. Ende. Du Dreckiger! Nichts wie weg hier. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir Gengar sehen werden. Halt, du Lügner, du hast uns betrogen! Ja, ich glaube schon. Willkommen zurück. Ach, es tut so gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Schnee, ich bin so froh. Jack nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir niemanden mit davonlaufen. Nur gut, Jack. Wir sind beide erschöpft. Lass uns etwas schlafen. Unser Retterteam ist ab morgen wieder im Geschäft. Lass uns unser Bestes geben. Und was ist mit Absol? Absol, jetzt ist einfach Absol weg, ja? Egal. Für was haben wir den überhaupt gebraucht? Am nächsten Morgen. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch, deswegen können wir uns ein bisschen noch umschauen und gucken, was wir so hier machen können in dem Gebieten. Morgen, Jack, du hast so gut geschlafen. Also gut, wir sind wieder im Geschäft. Wir sind wieder ein Retterteam. Flop, 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 flop. Klang, klang. Alles klar, so arbeitet der Postmann. Flop, flop, flop und klong, klong. Beliebe hat uns bereits Post gebracht. Lass uns unser Bestes geben. Soweit wir es gewohnt sind. Alles klar. Wir müssen, glaube ich, dann jetzt haben wir... Oh, wir sehen hier. Wir haben so viel Neues erhöht. Ab hier haben wir, glaube ich, aufgehört. Wir haben Lapishöhle, Feuerberg, Frostwald, Klirberg. Also schon die zweite Seite angefangen und das sieht gut aus. Ein Brief von Pelipa. Nein. Lesen. Hey, super, dass du zurückgekommen bist. Ich bringe dir wieder die Post. Ich habe dich schon mit vollem bepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit. Pelipa, der Wanderbriefträger. Alles klar. Gut, das, wir haben hier nichts Gutes an Sachen. Deswegen lage ich das mal ein kurz. Ja, okay, danke. Die wollen sich. Immer wenn wir die als nächstes ansprechen, verspreche ich dir, dass meine Bank dir von nun an immer zu dienen ist. Bitte bleib mir treu. Wir werden hier demnächst, wenn wir alle ansprechen, immer Entschuldigung bekommen. Ich weiß, das wird noch lange sehr gehen. Bis wir die ansprechen. Danach gibt es keine Entschuldigung mehr. Und hier, wer ist hier? Was meinst du so? Das hat mir nicht wunderschön? Ja, Papa. Papa. Papa, kannst du schwimmen? Natürlich. Wofür hältst du mich? Oh, also kannst du schwimmen. Papa, du bist der Größte. Interessantes Gespräch zwischen Vater und Sohn. Gut, wir nehmen uns mal Auftrag Frostwald zugunsten. Obwohl, Frostwald ist mir nicht so geheuer. Ja, wir haben dann nämlich Rino. Okay, Jobliste. Machen wir Finsterforst? Nein. Wir haben Finsterforst noch richtig fett viel. Egal, ich versuche aber doch mit Frostwald. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Episode, denn der Part neigt sich langsam Ende zu. Die Zeit, verdammt. Ja, warum habe ich keine 20 Minuten? Meine Fresse. Und deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Es war eine emotionale Folge mal wieder mit euch. Und soll ich Absol mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe auch sowieso schon gedacht, dass ich Absol nichts mehr hier, wie heißt... Oh, was machst du denn in meinem Haus? Albert, ich hab dich nicht erlaubt. Egal, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.